Unser Projekt heißt CO2-Bilanzanzeige und wir haben das zu dritt gemacht und Volker und ich haben den Code geschrieben und die Schaltung uns ausgedacht und Birgit hat die, das 3D-Modell entwickelt. Also erstmal noch was zu den Beweggründen des Projekts. Und zwar das Ganze war eigentlich dafür gedacht, mal etwas zu verdeutlichen, wie das mit den CO2-Ausstößen etc. ist. Denn viele Leute fahren ja alleine mit dem Auto überall hin geführt und es gibt sicher immer noch Leute, die das gleiche Ziel haben, aber trotzdem mit anderen Autos fahren. Und es soll halt so ein bisschen zeigen, dass es eventuell besser wäre, wenn mehrere Leute in einem Auto fahren würden. Und das heißt, Sie kennen ja sicher alle diese Blitzer, ne? Jeder wurde, oder wahrscheinlich nicht jeder, aber der Großteil der Leute wurde wahrscheinlich schon mal geblitzt. Und ungefähr so sollte das dann im Großmaßstab irgendwann mal vielleicht an der Straße stehen oder so. Und wir konnten das Ganze jetzt aber aus Zeit- und Materialgründen, weil wir kein Auto haben, nur als Modell umsetzen. Und zu genau diesem Modell wird euch Birgit gleich etwas erzählen. Ich habe das Automodell am Computer entwickelt. Und das habe ich halt jetzt am Wochenende gelernt und die Schaltung funktioniert so. Okay, ja, also soll, wenn man 1 drückt, soll die rote LED aufleuchten. Das soll dann später mal, weil es gibt ja auch diese LEDs, also diese, wenn man auf eine andere Spur fahren soll oder so, das soll signalisieren, das ist nicht so gut, nimm noch jemanden mit, wenn 2 drin sind. Dann leuchtet die gelbe, weil das heißt, es ist schon ganz gut, aber du kannst noch jemanden mitnehmen. Und wenn in diesem Fall 3 leuchten, dann leuchtet die grüne, weil das heißt, super, du hast eine Fahrgemeinschaft gebildet. Und zu dem Code, also wie das geschrieben ist, wird euch Volker jetzt noch was erzählen. Richtig, das werde ich. Und um nochmal ganz kurz etwas zu zeigen, das werde ich ganz kurz machen, bauen wir es hier ganz nochmal ganz kurz um, damit die Webcam darauf zeigen kann. Leg's einfach hin. Denn. Einen Moment. Da. Das müssen wir ganz kurz hinbekommen. Am besten, wir halten es einfach davor, so. Und wenn man dann die Lampen auch sehen würde, theoretisch im Modell, beziehungsweise die Lampen, ja, hochhalten, sehr schön. Und wenn, ja, jetzt nochmal zum Zeigen, wenn eine Lampe gedrückt wird, leuchtet rot, wenn 2 gelb und bei 3 sieht man nicht so gut, aber grün. Es leuchtet, das kann ich versprechen. Und jetzt aber wirklich mal zum Code. Diesen haben wir hier. Zur Schaltung sage ich danach eventuell auch nochmal kurz was. Und eigentlich möchte ich nur auf einen Teil des Codes wirklich eingehen. Das ist nicht meine Schuld. Einen Moment. Das lässt sich beheben. Ich mache es einfach mal so und im Grunde genommen möchte ich gar nicht groß auf den Code eingehen, ist mit C geschrieben, diese Programmiersprache habe ich jetzt gestern erst gelernt und dann eben den Code damit geschrieben, war nötig, hat auch funktioniert, letztendlich dann und im Grunde genommen wird einfach der Input aus dem Arduino Uno, den wir genutzt haben, ist auch so ein kleiner Minicomputer, nicht ganz so gut wie der Raspberry Pi, aber auch ein kleiner Minicomputer und die Inputs der Schalter werden in diesem Code hier erfasst, werden ausgewertet und dann wieder in die LEDs. Ja, mehr oder weniger wird dann der Output eingeleitet und hier habe ich das Ganze nochmal ja, visualisiert. Sieht man auch gut, gefällt mir. Das heißt, wir haben hier unseren Arduino. Kann ich mal ganz kurz machen. Da haben wir unseren Arduino, ist dieser kleine Computerchip. Da sind die 3 LEDs, die, wer was davon versteht, wird aber nicht was anfangen können. Und das hier sind unsere 3 Schalter, die eben mit dem Arduino, dem Minicomputer, verbunden sind und dann auch funktionieren, wie man hoffentlich gut gesehen hat. Und ja, viel mehr habe ich gar nicht mehr zu sagen. Das war im Grunde genommen unser Projekt und ja, ich hoffe,
es könnte mal in die Realität umgesetzt werden.